Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Wir sprechen über Transformatoren. Nun, wir haben jetzt genug über Transformatoren gesprochen. Heute schreiben wir noch einmal zusammen, was sind so die Kenndaten von Transformatoren. Das gibt so einen schönen, netten Abschluss über dieses Thema. Ja. Und wiederholen wir auch ein bisschen, was wir alles gehört haben. Und ein paar neue Informationen sind auch dabei. Und das war dann das letzte Video in der Serie. Also, was sind Kenndaten von Transformatoren? Nun, eine Kenngröße ist natürlich der Typ. Transformator-Typ. Soll das heißen? Was ist das für ein Typ? Zum Beispiel Drehstrom. Mantel. Oder Drehstrom. Kerntyp. Man hört, ja, wie der Eisenteil ausschaut da drinnen, Mantel oder Kern und so weiter. Drehstrom, einphasig, Das ist ein so Typ. Ja. Dann haben wir die Nennscheinleistung. Nennscheinleistung. Da haben wir eigentlich noch gar nicht drüber gesprochen. Ja, wir wissen einen Nennstrom, wir wissen einen Nennspannung und so weiter. Was ist jetzt die Nennscheinleistung? Sn, das ist Wurzel 3 mal UN1 mal IN1. Ja, primärseitig. Und das ist ziemlich gleich, außer die Verluste, haben wir ja auch gemacht. Wurzel 3 UN2 mal IN2. Ja, also ziemlich ähnlich. Ja? Praktisch gleich. Wir haben gesprochen, Getriebe und so weiter. Und das ist natürlich, bei einem Drehstromtrafo ist das Wurzel 3 mal, bei einem einfachen, also bei einem einphasigen, nur dann ist es halt einfach UN mal IN. Nennscheinleistung. Dann brauchen wir natürlich Nennspannung. Ja? Da gehört natürlich dazu, irgendwie gehört das da dazu, die Frequenz. Ja. Frequenz haben wir da dabei. Ja. Und dann haben wir das letzte Mal auch darüber gesprochen, die bezogene Kurzschlussspannung. Ja, wir erinnern uns, das war, wie groß, welcher Anteil an der Nennspannung muss ich primärseitig hineinstecken, dass sekundärseitig bei Kurzschluss der Nennstrom rennt. Ja, das ist es. Dann haben wir noch die Kurzschlussleistung. Kurzschlussleistung. Was ist die Kurzschlussleistung? Das sind die Verluste an R1 und R2'. Ja, das sind die Verluste an den ohmschen Widerständen. R1 und R2'. Erinnern wir uns an das Ersatzschaltbild. Da hat es diese zwei Widerstände gegeben. Das sind die Verluste, Kurzschlussleistung. Ja, das sind die diese Sachen machen den Transformator warm. Okay? Und dann natürlich haben wir nur die Schaltgruppe. Okay? Schaltgruppe. Also mit Windungen, welche Windungssachen. D, Y, Z haben wir da gehabt, groß, klein geschrieben für Oberspannungs- und Unterspannungsseite und die Stundenziffer. Ja. Und dann haben wir die Kühlungsart. Kühlungsart haben wir auch drüber gesprochen. Gibt es luftgekühlte, ölgekühlte
Gibt es natürlich verschiedenste andere und das gibt man zum Beispiel an. Zum Beispiel ONAV. ONAV. Ja, was heißt das jetzt? Das ist so komische Kürzel. Ja, also es gibt verschiedene Kühlmittelträger oder Kühlstromträger. Ja, das O ist zum Beispiel mineralisches Öl oder Öl, ja, mit einem Brennpunkt. Also O ist Oil. Ja, das N und das A zum Beispiel ist R. Ja, dann gebe ich jetzt zum Beispiel noch G für Gas. Ja, dann gebe ich jetzt noch K für Kühlflüssigkeit. Dann gibt es L, Liquid. Das ist eigentlich, ich meine, was ist jetzt der Unterschied zwischen Öl, Kühlflüssigkeit und Liquid? Ich meine, das ist aber alles das Gleiche, das stimmt. Kühlflüssigkeit hat einen Brennpunkt über 300 Grad, das sind irgendwelche Silikonöle. Öl hat einen Brennpunkt unter 300 Grad und Liquid ist der Brennpunkt nicht messbar. Okay? Aber sonst ist alles das Gleiche. Ja? Und dann gibt es noch W. Water. Das sind die Sachen da. Back. Und ONAV würde jetzt heißen, okay, Öl gekühlt und dann geht es mit der Luft weiter zumindest. Ja. Und was heißt das? Das ist N und das F. Das N, Natural, natürliche Konvektion. Ja, also das ist auch das dreht sich da drinnen, Konvektionsströmung, natürlich. Ja. Das F heißt Forced. Da haben wir schon die Konvektion mit einer Pumpe zum Beispiel oder mit einem Gebläse. Also das ist Oil Natural, ja, natürliche Konvektion. Air Forced. Außen haben wir Air Forced, da blasen wir wieder ein Gebläse drauf. Dann gebe es auch noch das D, das heißt Direct. Das ist, wenn ich wirklich hinspritze, zum Beispiel mit einem Wasserstrahl, mit einem Ölstrahl, ja, direkt erzwungene Konvektion, aber direkt drauf, boah, direkt, nicht einfach nur, dass das vorbeiströmt, sondern richtig hinspritzen. Ja. Das ist zum Beispiel die Kühlungsart. Ja, ich meine, jetzt schaut das schön bunt aus und ich finde, das ist ein guter Abschluss für das Kapitel Transformatoren. Weil es ja doch einiges, was wir gehört haben, jetzt nochmal ins Gedächtnis ruft. Und damit soll das Kapitel der elektrischen Maschine Transformator gewesen sein. Ich hoffe, es gibt keine Einwände. Ja. Wie gesagt, wie immer, man kann da ins Detail gehen, was passiert jetzt genau bei Kurzschluss, was passiert, wie teilt sich zwei parallele Transformatoren zum Beispiel, wie teilen sich die Last auf und so weiter. Da kann man genau reinschauen und kann Ersatzbilder kreieren und so weiter. Aber wir sind Maschinenbauer und keine Elektrotechniker und deswegen ist das jetzt unser Niveau. Wir müssen uns aber bewusst sein, das geht viel komplizierter auch noch. Okay? Ja, damit kommen wir zum Ende für die Transformatoren. Ein nächstes Kapitel liegt mir noch am Herzen, und zwar Leitungen und Kabeln. Das wäre etwas, was man sich im Anschluss danach ansehen könnte. Eine Videoserie über Leitungen und Kabeln. Kann man sich ansehen, muss man aber nicht. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.